Ja, hallo, heute ist der Weltwarntag. Ziemlich genau kurz nach 11 Uhr. Ich starte hier gerade vom Handelshof in Aalen. Und jetzt poppt gerade bei mir eine Warntag startet. Nun ein Probealarm auf dem Display. Gut, jetzt schauen wir mal hier vom Handelshof, was jetzt hier gerade dann passiert, wie die Leute auch reagieren. Bin ich ja jetzt mal gespannt. So, jetzt. Ja? Gehören Sie hier dazu? Weil das, also hier zum. Nein, ich versuche gerade ein Interview zu machen, beziehungsweise. Ach so, okay. Das ist folgendermaßen: es startet heute der Warntag. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was davon gehört haben. Ja, gerade im Radio haben wir es gehört. Vorne im Radio. Darf ich Sie vielleicht interviewen oder so? Wir müssen gleich weiter und ich habe Hunger. Ich bin spannend. Ja, kein Problem. Gerne. Okay, alles klar. Ja, okay, alles klar, danke. So, jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal langsam weiter in der Richtung. Bis jetzt ist hier noch nichts gekommen. Jetzt sollen wir mal erstmal mein Video. Okay, das ist weit weg. Das funktioniert soweit recht gut. So, also erste Interview ad hoc hat leider nicht funktioniert, weil die gute Frau hat zwar was vom Warntag gehört, aber ja, wie gesagt, hat natürlich weitere Gründe heimzugehen, auf Kinder aufzupassen und so weiter, ist natürlich alles hupsala verständlich. So, jetzt. Sollte man natürlich sich ein bisschen besser auskennen hier vom Gimbal, wie das läuft. Aber jetzt schauen wir mal, wenn wir hier mal langsam das bewegen, müsste ja dann auch hier funktionieren. Gut, so. Also, bis jetzt hier noch nichts gewesen am Kaufland in Aalen. Und jetzt schauen wir mal weiter. Es kommt da ein Paar mit Maske in Anführungszeichen gegen. Mal fragen, ob sie mal schön interviewen kann. Hallo, eine Frage. Haben Sie jetzt schon mal was von dem Warntag gehört, wo jetzt gleich startet? Nee. Nichts gehört? Okay, also gerade eben wieder jemand entgegengekommen, wo nichts von dem Warntag gewusst hat. Jetzt frage ich mal einen Mann hier am Bach, ob ich ihn vielleicht mal was fragen kann. So, jetzt. Ich drehe mal die Kamera weg, dass ihr keine Angst haben braucht. Ja, folgendermaßen. Sirenentag, ja. Wie bitte? Sirenentag, Warntag, genau. Darf ich Sie was fragen? Darf ich Sie auch ins Bild mit einnehmen? Hm? Super, das ist ja toll. Mein erster Interviewpartner hier. Ich halte natürlich auch den Sicherheitsabstand ein. So, also kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin der Stefan Leif. Hallo, und zwar habe ich einen privaten, wie soll man sagen, alternativen Kanal ins Leben gerufen, der wo ein bisschen, ich sag's mal, von der anderen Seite, von den Mainstream-Medien, das bisschen berichtet, was die Mainstream-Medien so verschweigen. So, also Sie haben schon mal gehört von dem Warntag, was gerade jetzt stattfindet. So. Wie fühlen Sie sich gerade momentan in der Situation mit Corona und dem Warntag, was heute ausgerufen hat? Haben Sie Angst? Haben Sie ein mulmiges Gefühl? Oder was geht in Ihnen vor? Gut, der Warntag ist okay. Man muss irgendwie sagen, testen. Die Alarmierungskette und sag mal Corona. Ich denke mal, ja, wir wissen, dass es ernst ist, aber ich denke, wir können uns dem stellen und ich denke mal, die Herausforderungen sind da und wenn sich jeder dran hält an die Sachen, dann denke ich, wollen wir auch diese Krise meistern. Was mich jetzt halt ein bisschen bedenklich stimmt, ist nicht das Gesundheitliche, sondern das Gesellschaftliche, das jetzt mittlerweile für manche in unserer Gesellschaft echt prekär sind. Ich denke da nur an ja, Leute, die halt ihren Job nicht mehr nachgehen können, wie so Musiker oder sonstige Künstler, die trifft es halt schon brutal und die haben einfach keine Lobby.
und die fallen dann mehr oder weniger durchs Raster. Und es ist da schwierig, weil die haben halt einfach kein Ohr. Ich meine, das schreit jeder mit Automobilindustrie oder sonstige Sachen. Aber die Leute, die eigentlich wenig Ressourcen haben, die gehen da unter. Und da sehe ich die Medien schon ein bisschen in der Pflicht, dass es solche auch, dass man sowas publik macht und dass man diese Schicksal, die ja unverschuldet da reingeradet, genau, dass man, dass die praktisch eine Plattform kriegt, wo die Leute halt dann sehen, okay, es gibt ja nur andere Probleme wie jetzt mein kleiner Kosmos. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Jetzt ist ja in Berlin, sind ja in den letzten paar Tagen mehrere Demonstrationen gewesen, mitunter auch die Schausteller haben da aktiv demonstriert. Haben Sie auch von der Querdenken-Demo was mitbekommen, was am 28., ja, 29., 30. war? Da kriegt man ja dann mit, in den Medien, in der Fernsehen oder irgendwie Internet. Ja gut, das ist natürlich gefährlich. Man hört jetzt immer mehr, dass da Trittbrettfahrer dabei sind und ihre komische Verschwörungstheorie dann anbringen können. Schwierig, wenn man die Leute, die sich artikulieren wollen, gleich in die Ecke zu schieben, ist einmal bedenklich. Aber andererseits, wenn solche Gruppierungen da sind, dann sehe ich es auch, dann muss ich nicht unbedingt wenn ich mitlaufen. Also das sehe ich dann auch so, dass man sich da distanzieren soll. Da gibt es mehr Möglichkeiten, sich da artikulieren. Was für mich überhaupt nicht geht, sind diese Randale, das Unabhängige, sagen wir, von dieser Querdenker-Mentalität, diese Chaoten, die dann praktisch meinen, sie können jetzt losschießen, weil sie vom Staat irgendwelche Beschränkungen kriegen, die absolut nachvollziehbar sind oder okay sind. Mhm. Okay. Ja. Was ich jetzt, also ich sehe es jetzt bei mir in meinem privaten Umfeld, also was auch übel ist, ist dieses, viele Hobbys liegen natürlich da nieder. Mhm. Und es trifft mich jetzt, sagen wir privat, ich bin in einem Musikverein und das ist schon hart für uns, weil wir das Hobby eigentlich gerade überhaupt nicht mehr ausüben können. Oder nur ganz gering und wir überhaupt gar keinen, wir haben zum Beispiel gar keinen Übungsraum mehr zur Zeit, wenn man ständig hin und her geschoben wird. Und das bringt Risiken mit, weil bei uns sind schon die ersten Leute, die dann abwandern und die Vereine haben einfach nicht das große Polster. Also es ist so, das ist nicht überlebensfähig, das ist ja nicht, sagen wir, für die Gesellschaft wichtig, aber die Vereine sterben. Und es ist halt so, dass sind da Leute drin, die damit leben. Und wenn der Verein einfach das mal lösen kann, weil er einfach die Einnahmen nicht realisieren kann oder sonstige Sachen, dann sterben die. Und es geht ein Jahr gut. Also wir kommen ein Jahr gut über die Runde. Das nächste Jahr wird schon schwierig. Und ich denke, wenn diese Pandemie noch weitergeht, das wird anstrengend. Also da habe ich meine Bedenken, ob das dann noch so wird, wie wir es vorher gehabt haben. Das macht in dem Sinne keinen Spaß mehr, sag ich. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also bei mir ist das Gleiche mit den Vereinstätigkeiten. Da liegt einiges flach. Sind ganz eingestellt worden über ein halbes Jahr. Ja. Und jetzt momentan sieht es aus, dass man sich dann versucht, irgendwo bei schönem Wetter im Freien zu treffen. Ja. Dass man doch dann auch, ich sag mal, wieder was unternehmen kann. Ja. Noch eine Frage. Und zwar, okay, Warntag ist klar. Es ist halt seit 30 Jahren das erste Mal wieder. Gut, früher war es regelmäßig, richtig. Genau. Sie haben am Samstag irgendwie Reserve angeschmissen. Mhm. Haben Sie vielleicht irgendwie vielleicht den Verdacht oder vielleicht die Vermutung, dass es vielleicht, ich sag's mal, extra wegen, ich sag mal, in Anführungszeichen extra wegen Corona wieder ins Leben gerufen worden ist, dass vielleicht irgendwie versucht wird. Corona macht natürlich sehr, sehr vielen Leuten Angst. Und ich denke einmal, dass die Situation so ist, Maske, Maulkorb oder wie auch immer, bringt natürlich bei vielen Leuten gewisses Missagen in Verbindung. Also wenn ich jetzt von mir aus spreche, ich habe als kleines Kind, wenn mir ein Hund entgegengekommen ist, habe ich keine Angst gehabt, aber wenn jemand mit dem Hund mit dem Maulkorb entgegengekommen ist,
dann hat man eigentlich zugestiert oder hat man dann die Vermutung gehabt, der Hund ist gefährlich und die Maske als solches zeigt auch wieder, ich sag mal, die medizinische Maske, hoppla, es ist wieder Gefahr da in der Vergangenheit. Sehr exzessiv, das vielleicht in Verbindung, dass es vielleicht mit Fleiß gemacht ist, die Leute in Angst zu baden? Also ich denke mal, wir haben ja das Problem Gott sei Dank weltweit. Es ist kein exklusives Thema, die ganze Menschheit trifft es. Und man kann ja ganz gut sehen, wer mit diesen Aktionen anders umgeht, hat andere Probleme. Mhm. Und ich denke mal, wenn ich sehe, manche Länder, die das, unsere populistische Führungsstaaten, wenn ich da Amerika, vielleicht Amerika nicht als erstes, aber Brasilien oder sonstige Südafrika, egal wo, wo populistische Regime an der Macht sind, die das einfach wegdiskutieren und die haben richtige Probleme. Und wenn sie dann sagen, wo ein Staat organisiert ist und ich sehe unseren Staat da, sagen wir jetzt nicht hinter dran, der macht, man macht natürlich auch Versuche, man hat keine Blaupause, man weiß nicht, wie man da umgehen kann. Und man weiß auch jetzt schon, wie in der Pandemie sich manche Sachen dann anders gestaltet. Wir waren wahrscheinlich auch mit diesem Lockdown haben, den wir am Anfang gehabt haben, da lernen wir dazu. Aber wenn man die Zahlen jetzt sieht und andere vergleicht, auch da muss man aufpassen, ob die Zahlen nicht alle richtig sind. Aber ich denke, da sind manche schlechter dran und das ist vielleicht auch ein Ergebnis von Disziplin und Organisation. Und ich denke mal, den Leuten, egal wie es ist, man muss denen einfach irgendwelche Regeln geben, sonst halten sie sich nicht dran. Und ein Staat, der schwach ist, oder ein Staat, der führungslos ist, der hin und her wandt, das kann es nicht funktionieren. Und das sehe ich eigentlich jetzt immer auf der Welt, dass manche Staaten das im Griff haben, mhm, und manche überhaupt nicht. Und was soll das dann, diese Freiheit, was bringt mir die Freiheit, wenn ich im Sarg liege? Also mir bringt sie nichts. Oder wenn ich dann auch irgendwelche Krankheiten habe oder Symptome dann nachher, das bringt mir dann nichts. Und dann sage ich mal, da bin ich lieber jetzt zurück und weiß, dass die Industrie dann irgendwann Zeit hat, mir einen Impfstoff zu entwickeln. Anstatt dass ich da rein bin, hirnlos und sage, okay, shit happens, habe ich mich geirrt, ist doch schlimmer, wie ich gedacht und habe vielleicht Menschen verloren. Jo, gut, Sie haben es jetzt angesprochen, Impfstoff. Wissen Sie, was für ein Impfstoff da populiert wird oder propagiert wird, was vor allem wir da bekommen und wie normalerweise, wie lange ein Impfstoff eigentlich erforscht werden muss? Also, es ist ja so, manche Impfstoffe, AIDS oder sonst was, hat man nie in den Griff bekommen. Und ich glaube auch, wir müssen uns immer mehr darauf einstellen, dass es manche Krankheiten einfach kriegt der Mensch nicht so in den Griff, dass er sagt, ich bin ausgerottet. Das wird es nicht geben. Diese Pandemie hat uns, was ich jetzt sehe, zeigt ja, dass diese Todesrate, diese Latenz, die jetzt da ist, ist ja mittlerweile so, dass es sinkt. Aber abhängig von der Infektion, welcher Altersbereich infiziert ist. Und wir wissen auf jeden Fall, und das ist eigentlich klar, die Risikopatienten, die haben ein Problem. Und wenn es da reingeht, dann wird es die Treffer. Und diese Industrienationen, die haben sehr alte Bevölkerung. Italien hat zum Beispiel die höchste Altersdurchschnitt und deswegen hat es die auch getroffen. Und es muss einem dann auch bewusst sein, wenn die Jugend dann denkt, okay, ich krieg's nicht oder ich krieg nur Langzeitschäden, die ich nachher nicht kriege. Und ich schleppe das Virus dann rein und lösche dann eine Generation aus, dann haben die das an der Backe. Und da sehe ich halt eins, ich denke nicht, dass mir einen Impfstoff kriegen, der dann einmal genommen ist, Lebenszeit höchst, glaube ich nicht. Das wird wie ein Grippevirus sein, was vielleicht sein wird, dass wir das Corona kriegen, aber vielleicht, wir können es vielleicht behandeln. Ja, also jetzt Corona als solches gibt es ja schon sehr, sehr lange. Corona. Die Coronaviren, das sind ja ganz normale Grippeviren. Richtig, richtig. Und die sind halt einfach mutiert. Und warum sind die mutiert? Wo kommt es jetzt her? Also ich denke auch, es muss ja nicht irgendwo, vielleicht ist es Menschen gemacht. Man weiß es nicht. Ja, also die Coronaviren gibt es ja schon länger. Und wie Sie gesagt haben, die haben sich mutiert.
Und es hat ja eine Kreuzimmunität gegeben seit Jahren. Wie gesagt, der Mensch hat ja das Immunsystem, wo sich natürlich immer drauf einstellt. Und dadurch, ja, dann auch nochmal sind vorher angesprochen, geht die Sterblichkeit. Wir sind ja hier in Deutschland oder generell ist eigentlich eine Untersterblichkeit vorhanden. Also wenn man die letzten Jahre mal vergleicht, wie viele Leute gestorben sind im Durchschnitt, hat sich also rauskristallisiert, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland weniger Todesfälle haben als sonst. Auch zum Beispiel die Bestatter gehen in Kurzarbeit und. Und es ist so, der Drosten, der hatte den Hecht gemacht. Er war ja schon damals, wo die Schweinegrippe da war, hat er ja schon mehr oder weniger Panik verursacht. Und hat ja damals der Dr. Wodak, hat er, ich sag mal, den Schwindel mit der Schweinegrippe aufgedeckt. Und hat also damals schon gesagt, und dadurch ist das eigentlich alles zum Stillstand gekommen. Jetzt so die Frage, kennen Sie zum Beispiel einen Herrn Dr. Wodak, einen Herrn Dr. Bakti, einen Bodo Schiffmann oder ich sag mal andere, die wo ziemlich genau, ich sag mal, sich in der alternativen Medien sich praktisch dort publizieren beziehungsweise da aktiv sind. Sagt mir jetzt nichts, also gut, weil ich habe mir jetzt einmal dieses Thema, die ist jetzt natürlich jetzt hochgekommen, das sind ja einige, wir haben ja nicht nur eine Pandemie, wir haben ja, ich weiß nicht, wie war das, SARS hat ja jetzt schon mal vor einem Jahr, waren noch mal Fälle, dann war die Schweinegrippe, Vogelgrippe, jetzt haben wir ja wieder Fälle in Polen mit dieser Schweine, was ist das wieder für Pest, Schweinepest? Ja, da kommt jetzt eine neue, ja, eine Schweinepest, ja, wieder raus. Und ich denke mal, wir haben jetzt eins, also ich denke mal, das Gesundheitssystem an sich, also dass die Viren so jetzt sich einstellen können und sich so vermehren können und so einschlagen, also diese Übersterblichkeit haben wir ja in manchen Ländern nachweislich, also in Italien. Brauchen wir nicht diskutieren, also da haben wir sie brutal, aber das ist halt, sind halt die Ältere, sind halt gestorben. Wir haben es auch gehabt, wir haben im April haben wir auch erhöhte Sterblichkeit, aber wie gesagt, wir haben auch Grippe gehabt und da hat keiner diskutiert und wir haben auch Grippefälle von, ich glaube, 17.000 bis 20.000 Fälle. Das war, glaube ich, die 2017, 2018, da war es, glaube ich, 25.000. Und auch da muss man sagen, Grippe ist auch gefährlich für unsere Risikopatienten. Und wer geht denn so, wer impft sich eigentlich? Also ich habe mich jetzt noch nie geimpft. Also ich hab gesagt, ich bin gesund, ich möchte diesen blöden Dreck nicht im Körper haben, danach wollte ich krank. Okay. Das war immer meine Philosophie. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, wenn man es dann sieht und merkt, man kann sich in dem Sinn schützen. Wenn es dann hingelost geht, weiß man nicht. Man muss ja vertrauen auf unser Gesundheitssystem. Ja. Und es ist natürlich so, der Impfstoff, das ist ein riesen Markt. Wenn man mal sieht, was die jetzt Geld kriegen, die Labors, und wie sie auf einmal arbeiten können, was sie vorher nicht einmal in 6 Jahren hinkriegen, kriegen jetzt in 2 Monate hin, weil sie das Geld kriegen. Und da muss man sehr, also mit Geld geht ja viel. Und ja. Manche hauen den Impfstoff ohne Test raus, also man wird sehr, die Russen, vielleicht hat der Kollege ja für den Impfstoff kriegt, anstatt. Ja. Also das mit den Tests ist natürlich ganz klar, wie Russland natürlich, ob das ein Placebo Impfstoff ist oder wie auch immer, wo man sagen kann, man kann seine Bevölkerung impfen mit irgendwas, so dass vielleicht, ich sag's mal, der vernichtende Impfstoff, was vom Deep State zum Beispiel, weiß ich, ob es schon mal vom Deep State gehört, ja, was da geplant ist. Also es ist ja so, der neue Impfstoff, das wird ein RNA-Impfstoff sein, also das heißt, das ist ein genmanipulierter Impfstoff. Nach Bill Gates, der war ein ganz großer Befürworter ist und eigentlich da die Fäden alle zusammengehen, hat er auch ein Video veröffentlicht, dass sein Impfstoff praktisch in die DNA des menschlichen Körpers geht und dadurch irreparabel hat er das auch im Interview beziehungsweise auf seinem Livestream oder wo er publiziert hat, gebracht. Also ich persönlich muss sagen, ich habe bis letzten Jahres regelmäßig alle Impfungen machen lassen und so weiter, Grippe, bla 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 alles.
Und was wir jetzt seit geraumer Zeit hochgekommen ist, muss ich sagen, ich werde jetzt keine Impfung mehr machen lassen, weil ich habe jetzt sehr, sehr viel, ich bin jetzt seit Mai diesen Jahres, bin ich jetzt, ich sage es mal, als ehrenamtlicher Journalist bin ich tätig und versuche hier ein bisschen, ich sage es mal, die Bevölkerung aufzuklären, was wir hier gerade manipuliert worden. Zum Beispiel auch, haben Sie zum Beispiel, ich sage es mal, von dem Mega-Ereignis vom Robert F. Kennedy gehört, dass der zum Beispiel in Berlin war. Genau. So, jetzt, was momentan gerade Fall ist, die Mainstream-Medien, da wird sehr, sehr viel zensiert. Und wir merken auch bei uns, ich sag's mal, in unsere alternativen freien Berichterstattungen wird auch sehr, sehr viel zensiert. Also wenn wir irgendwie was zum Beispiel publizieren, wo dann irgendwie, ich sag's mal, YouTube oder sonst was eingreifen kann oder wie auch immer oder nach den Überwacher, Fake-Überwacher oder sonst irgendwas, wo zum Beispiel von Soros finanziert wird, werden alle Livestreams oder sonst was praktisch unterbunden, beziehungsweise werden da praktisch die von die auf YouTube die Verbreitung praktisch gelöscht. Und da haben sie also noch gar nie was mitbekommen in der Richtung, dass momentan, sie hören eigentlich, wenn sie die Öffentlich-Rechtlichen anschauen, hören sie eigentlich überall ist relativ das Gleiche. Ich habe es jetzt auch mal gemerkt bei uns in zum Beispiel in Oberkochen. Da wird jetzt auch wieder fleißig, wird jetzt wieder, ich sag's mal, Angst geschürt, wenn man draußen sich bewegt, okay, dass man dann Strafe zahlen muss ohne Maske. Wenn jemand zum Beispiel 50 näher kommt wie 1,50 Meter oder wie auch immer und es wird gesehen, wird es bis zu 250 Euro zum Beispiel als Strafe geahndet. Also, gut, ich habe jetzt halt die Strafe, wollte jetzt ja anpassen, dass ich sage, das kann nicht sein, ich fahre mit die Grenze, sagen wir von mir von Baden-Württemberg nach Bayern. Ich gehe in den Laden rein ohne Maske und zahle dann 50 Euro und dort zahle ich dann 100 Euro. Da haben sie ja gesagt, das soll jetzt einfach anklären. Weil es weiß ja mittlerweile jeder, dass in unsere Einkaufsding, dass die Maskepflicht besteht. Die wurde auch gemacht. Das Komische ist halt, da funktioniert es und in anderen Bereichen funktioniert es überhaupt nicht. Wenn man dann guckt, nach außen hin ist die Gastronomie toll. Wenn man mal dahinter ranguckt, wie es dann eigentlich gelebt wird, ist eigentlich ein Desaster. Andererseits ist auch ein Problem mit unseren Daten. Ich gehe in die Ding rein und jeder, überall liegt meine Adresse rum. Also das ist natürlich auch eine Sache, wer schützt da meine Daten? Also die Flagge dann irgendwo im Tresor oder der Nächste nimmt es mit, zieht es durch den Scanner und hat wunderbare Anlaufstelle, weil da ist alles drin, da ist Telefonnummer. Also früher hat man Preisausschreiben machen müssen, dass man diese Adresse kriegt und jetzt liegen sie in jedem Lokal rum. Und ich verstehe da manche Leute dann schon, die dann sagen, okay, ruf mich an, aber du kriegst meine Adresse mit oder kriegst meine Telefonnummer oder ich mache andere Adresse rein, gibt es ja auch, manche Lokale, die es ja dann gar nicht nachvollziehen können. Also das ist also Datenschutz wurde auf einmal mit Füßen treten. Das war früher undenkbar, dass man seine Adresse auf dem Tresor rumliegen lassen kann mit Telefonnummer und da ist es dann offiziell. Also das ist nur. Und auch die Polizei hat da diese Nachverfolgung nicht gekriegt. Mittlerweile, mal in Russland weiß man, dass die Handys kennen und ich denke, das gab bei uns genauso. Das ist bei uns genauso. Dass es Arbeit kennen und mit unserer Corona-App ist es ja auch so, da sind wir ja online und die Bewegungsprofile, die normal nicht aufgezeichnet wurden, sind da wahrscheinlich drauf. Aber ich denke mal, unser Verhalten, egal Internet, egal wo, mir wird überall aufgezeigt. Ich kriege ständig Werbung von oben irgendwas. Ich denke, ich muss kriege da Werbung. Das war ja auch mal auf der Seite war. Also wir sind vernetzt. Einer, der kein PC hat und kein Fernseher, ich glaube, der ist wahrscheinlich glücklich, weil der wird früher. Mittlerweile kann man ja auf die Handykarte auch Drohne schießen oder irgendwelche. Also der Ami hat es ja bis zum Exzesskrieg in Afghanistan. Und das finde ich schon hart. Also wenn ich dann auf Mikrochips oder Kabel schießt von Telefonen, um seine Dinge auszuprobieren. Das ist ja so, da jedes Handy oder sonst was hat ja, ich sag's mal, wenn es kein GPS hat, wird es ja über Tringualation praktisch, wird es ja über drei Masken
über drei Antennenmasten wird es ja praktisch dann trianguliert und somit kann man also relativ genau feststellen, wo man jemand ist. Und wenn die jetzt zum Beispiel die neuen Handys, die haben alle GPS-Funktion ja, drin, da ist es also nochmal ein leichteres. Ist ja Auto mittlerweile, ich habe auch so einen Chip drin, da ist ein Ding drin. Ja, das ist halt die Fernsteuerung, da hat man irgendwo Standheizung oder sonst was, aber auch das wird mitgeschrieben. Mittlerweile, wo ich angeschrieben, wenn mein Kunde den Stand laufe, ist, dann kommt die Werkstatt und sagt, bring's mal vorbei. Also es ist, wir sind Gläser, das darf man nicht sehr, jetzt kommt drauf an, was macht der Staat damit. Wir wissen, wie es in anderen Regime geht, in Russland, wenn ich das sehe, dass die dann rausgelaufen sind und sich die Wohnung verlassen hat und am zweiten Mal ist dann verhaftet worden. Weiß ich jetzt, das ist natürlich schon brutal, wie das dann abgeht. Aber die haben halt keine Möglichkeit. Auch da haben wir Presse, aber die Pressefreiheit, also da würde ich mal sagen, wer da aggressive Pressearbeit macht, lernt. Moment. So, okay, ich muss schon nochmal starten, wir sind sonst so viele Parteilinien. Jetzt, ja, mit der Pressefreiheit, da kann ich Ihnen recht. Ich war zum Beispiel, mittlerweile die Pressefreiheit wurde jetzt zum Beispiel in Deutschland auch relativ eingeschränkt. Ich war am 29.08. war ich auf der Demo in Berlin. Ja. Habe also auch live der Robert F. Kennedy praktisch verfolgt, was er geredet hat. Habe da einen Livestream gemacht, auch zum Beispiel von der, der improvisierten oder die inszenierte, nicht inszenierte Reichstagsstürmung. Ich weiß nicht, ob Sie da was in den Medien irgendwo mitbekommen haben. Habe ich zum Beispiel auch live filmen können, was da wirklich abgegangen ist. Ach, mit der Flagge, wo sie den Reichstag belagert sind. Ja, richtig. Und da hat sich jetzt praktisch herausgestellt, dass dort also das von der Regierung, in Anführungszeichen von der Polizei, praktisch inszeniert worden ist durch V-Leute. Und die ganze Sache hat man sich also nachher hat man das also durch verschiedene Zeugenaussagen auch von der Person, die wo dort das praktisch die Tamara K. und zum Beispiel der mit dem Megafon das gebracht hat, hat man der Koch. Nee, doch, der Koch ist wieder im Mensch, Attila Hildmann. Ja, der hat auch diese. Ja, der war bei der russischen Botschaft. Ja. Also es gibt da sehr, sehr viel im Internet Quellen, wo dort also genau eigentlich aufgezeigt wird, was ist. Jetzt nochmal zurückzukommen auf die Pressefreiheit. Also ich war dann an der Siegessäule von der Querdenker-Demo. Ja, übrigens, wo die Reichstagsströmung war, das war keine Veranstaltung von den Querdenkern, sondern das war von einer anderen Gegendemonstration, die wo mit Querdenken absolut nichts am Hut hatte. Ja, das ist ja das Problem Rittnerfahren. Ja. Die dann praktisch für ihre Sache das dann ausschlachtet. Und ich denke mal, wir haben irgendwelche Flagge oder egal was ist im Zusammenhang gebracht wird. Also wir haben eine Geschichte, die ist einfach belastend und ich finde es halt da absolut unangebracht, dass man bei solchen Anlässen, wieso muss ich das zeigen? Also wenn ich das will, dann kann ich mir auch, dann sage ich, wenn ich weiß, dass diese Demokratie, die wir jetzt haben, wenn die mir nicht passt und ich möchte zurück zu irgendwelchen anderen Sachen, wo man vielleicht wissen, ja, da kann vielleicht das eine oder andere irgendwas funktioniert haben, aber im Endeffekt war der Mensch nicht mündig. Wenn man ehrlich ist. Und wenn man das aus, wir haben es selber nicht erlebt, aber wenn man dann unsere Generationen dann fragt und sagt, wie konntet ihr das aushalten? Wie konntet ihr das mitmachen, dass da sowas passiert ist? Und auch da, das ist ein langer Prozess, sowas, dass einem sagt, das ist gut, das ist einfach richtig und da hast du nicht zu überlegen, dass das anders sein soll. Aber wenn es dann nachher die Ausmaße vielleicht nicht jeder so richtig mitkriegt hat. Was ich nicht kapiere, wer im Dritten Reich war, wer da mitgewohnt hat. Ich habe da einige Diskussionen oder einige Gespräche mit meinem Opa gehabt, was mich fasziniert, aber auch im Nachhinein immer, wie soll man sagen, dieses Abstumpfen, das war warm. Also wie man darüber berichtet. Wie ist sowas geschildert? Der Mensch kann das gar nicht mehr so richtig einordnen. Der hat einfach dicht gemacht und hat gesagt, okay, es kann nicht sein, aber ich kann nicht drüber weg, aber ich radiere einfach mal das Auto drüber weg, dass ich einfach damit klarkomme.
Also das, was eigentlich im Dritten Reich passiert ist, das passiert gerade eben ganz aktiv. Also wenn Sie da jetzt, ich sag mal, Sie müssen da mal mehr in die alternativen Medien mal reinschauen. Und da sehen Sie gerade, dass das, was damals gelaufen ist, jetzt momentan durch die Umsetzung der neuen Weltordnung, dass es gerade stattfindet. Da muss man ja die Menschen manipulieren. Das richtig. Und das wird durch die Mainstream-Medien wird es gerade eben ganz massiv gemacht. Gut, weil wenn die Mainstream, die sind natürlich, die sind wacker, also die sind da, die sind präsent. Mhm. Aber es gibt ja bei uns auch andere Möglichkeiten, also Gott sei Dank. Gibt es nicht bloß das große Ganze, dieser Föderalismus, egal, wenn einer heute in Politik geht, also politisch engagiert ist sein. Mhm. Und ich sag mal, okay, ich habe jetzt hier das große Vorbild, sonst was, ich habe Weltpolitik, obwohl ich da jetzt gerade auch nicht gerade super begeistert bin, was wir da gerade hinkriegen. Und ich habe eine Europapolitik und ich habe eine Bundespolitik und dann geht es runter ins Land und dann habe ich immer noch sagen wir, runtergebrochen bis jetzt sagen wir, auf die Gemeinde, Stadtverbund oder so, Gemeindeebene. Und ich meine, trotzdem, auch wenn die Medien da sind, hat jeder Bürger die Möglichkeit, und die sind da, Mitspracherecht zu machen. Ich kann halt jeden Furz, wenn heute eine Stromleitung gelegt wird, dann gibt es eine Anhörung vom Volk und ich weiß nicht, wie oft und was blockiert wird durch diese. Das haben wir uns einfach auf die Weg, dass jeder Einspruch erheben kann. Wenn der Nachbar einen Baum rüberwächst, dann kann er Einspruch erheben und er wird gehört. Und das sehe ich nicht so, dass wir da unmündig waren. Ich sehe es nicht so. Wir können uns engagieren, man kann arbeiten, wenn man anderer Meinung ist. Es ist schwierig, aber meine Meinung wurde gerade brutal, also gerade was im Netz ist, wenn einer eine andere Meinung hat, wurde oft sofort in eine Ecke geschoben. Also richtig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich halte jetzt von der Integration, wie wir sie machen, nichts. Und ja, ist rechtsradikal. Dann bin ich rechts, wenn genau. Ich sage, es geht mir zu wenig. Wir müssen alle was auf dem, jedes Boot, wo auf dem Mittelmeer schwimmt, muss Deutschland retten. Dann sagt der Linke, und genau das ist halt schwierig, weil man muss halt die Fakten kennen, man muss ja, was ist machbar, wie kriegt das Land das unter. Und ich sage mal, das Nächste ist ja, die Welt, die ist in Bewegung. Also das kleine Deutschland ist kein Global Deal, ganz sicher. Und ich sag mal, so wie es ist, manche saßen ja hausgemacht von den Industrienationen. Warum gibt es denn diese Wirtschaftsflüchtlinge? Warum gibt es die Ausbeutung in bestimmten Ländern? Das sind die ganze nicht ganz unschuldig. Und auch da muss man halt gucken, wer einen, also gibt es ja das jetzt Money, den Film, der ist eigentlich echt cool. Da haben wir gesagt, wenn ich die Lebensgrundlage der Entwicklungsländer nehme, dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn die bei mir vor der Haustür stehen. Das ist korrekt. Und da muss man halt auch sehr, wie kann man sich, da schottet man sich natürlich ab, zieht die Zäune hoch, aber man erkennt halt das Problem. Und wir haben halt, wir haben einen Handel, wir haben eine Wirtschaft, die halt diese Länder mehr oder weniger nicht leben lässt. Und das Problem ist, wenn wir liberal arbeitet, sind es die anderen nicht. Also ich kann vielleicht das machen, aber dann macht es halt der andere. Und da die Weltgemeinschaft auf den Konsens zu bringen, das ist wahnsinnig schwierig. Wir kriegen jetzt ja nicht mehr Europa hin, irgendwo eine Sprache zu reden, sei es jetzt mit England oder sonst was. Es ist so polar. Wir sind so gespalten in unsere Meinungen. Und das, der Diskurs, dass man sagt, ich habe eine Meinung und ich darf sie ausdiskutieren, ohne dass nachher mein Kopf fällt. Und das ist natürlich, das darf nicht passieren. Also wenn das kommt, dass man die Meinung vorgelebt oder vorgelesen wird, dann haben wir versagt. Ja, also gäbe Ihnen vollkommen recht. Ich habe ja jetzt zum Beispiel da, wo ich zur freien Meinung beziehungsweise auch zur Pressefreiheit. Also Pressefreiheit ist ja folgendermaßen, ich bin durch die Pressefreiheit darf ich auch in Krisengebieten praktisch berichten, beziehungsweise wenn da irgendwo was ist. Ja. Und dadurch habe ich jetzt zum Beispiel auch, wo auf dem Reichstag
wo die, ich sag's mal, inszenierte Stürmung war, habe ich praktisch vor Ort berichten können. Auch hinter der Kulissen, praktisch hinten bei der Polizei. Jetzt, was dann am Abend passiert ist, war zum Beispiel dann, wo ich als Pressevertreter, da hat die Berliner Polizei, ich sag's mal, gegen das Oberlandesgericht praktisch verstoßen. Da war der Herr Geisler, der hat im Vorfeld gesagt, er wird alles unternehmen, dass praktisch die Demonstration von Querdenk nicht stattfinden kann oder darf. Alle anderen Demonstrationen, wo an dem Tag waren, waren genehmigt. Alle, die wo zusammen waren, zum Beispiel zusammenhängen waren mit Querdenken, sind praktisch verboten worden. Morgens um am 29. Ja, um genau so circa 2 bis 3 Uhr ist dann vom Oberlandesgericht bzw. von einem Pressevertreter von dann publiziert worden, dass die Demo praktisch von Querdenken, so wie sie eigentlich geplant war, stattfinden durfte. Das heißt, der Geisler hat da praktisch was vor der Bug bekommen. Der Herr Geisler zum Beispiel ist ja früher in der SED gewesen und das lässt schon mal vieles Rückschlüsse machen. Jetzt nochmal zurückkommen auf der Siegessäule, wo ich dann eigentlich berichten wollte, wie das, er hat trotzdem hat er versucht, die Sachen zu behindern von der Demonstration im Vorfeld schon, wo der ich komme ein bisschen durcheinander. Der Zug zum Beispiel zur Demonstration ist aufgehalten worden. Dann war rechts und links war durch Polizeifahrzeuge und vorne drin war praktisch, konnten die Leute nicht weiterlaufen. Wurde praktisch dann der Sicherheitsabstand, in Anführungszeichen der Maskenabstand von 1,50 Meter, konnte durch die polizeilichen Maßnahmen nicht mehr sichergestellt worden. Dann ist natürlich gekommen, dass man die Ding versucht aufzulösen. Richtig, genau. Und so ist es weitergegangen. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf der Siegessäule zum Beispiel, wo dann nachts um, wann waren das, so circa 23.30 Uhr ungefähr, wo es dann plötzlich geheißen hat, man will die Demonstration auflösen. Ich als Pressevertreter wollte eigentlich die Sache live auch dokumentieren, beziehungsweise wie die Polizei vorgeht vor Ort, hab reingehen wollen. Ich bin daran gehindert worden, obwohl ich Pressefreiheit habe, zu berichten. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie jetzt, außer jetzt, die Polizei sagt natürlich, die machen ihre Videoaufnahmen von ihrer Seite, aber die Leute, wo da praktisch dann auch teilweise misshandelt worden ist, ich weiß nicht, ob sie das schon gesehen haben, die konnte ich eigentlich gar nicht filmen. Ich war nicht der Einzige. Dann ein anderer Pressevertreter ist dann kurz drauf gekommen, der ist auch nicht weitergelassen worden. Dann sind Rechtsanwälte gekommen, die wollten auch zu ihren Klienten, die wo dort waren, und die sind auch nicht praktisch, durften da nicht weiter. Also man sieht jetzt ganz, ganz deutlich, wie weit der Staat bzw. gewisse Personen in der Politik jetzt schon Einfluss haben. Geisel, dann die Frau, ich komme jetzt nicht auf den Namen drauf von Berlin, ist auch bei der SED früher dabei gewesen. Und mir persönlich macht es irgendwie ein bisschen Angst, darüber zu berichten zu können oder zu dürfen, weil vieles zensiert wird. Gut, ich kann das jetzt nicht einschätzen, ich war doch selber nicht vor Ort. Ich habe die Demonstration auch nur aus den Medien. Aus welchen Medien? Also gut, es war gut, klar, das ist Mainstream nicht, oder war es Alternative? Nee, das war Mainstream, also das ist Tagesschau, das ist, okay. Das ist Internet, in dem Sinn, gut, im Endeffekt sind es die gleichen, das sind die großen 3, 4. Aber die ZDF, RTL und wie sie alle Häuser, die wo alle mit GEZ praktisch finanziert wurden. Ja, die einen gleich. Also das ist nichts mit. Weil es ist halt auch so, in diesen anderen Kanälen, in diesen, da tummeln sich halt auch sehr viele,
die was anderes entschuldigen. Also wenn einer, okay, ich sage, ich kann im normalen Bereich, ich glaube schon, dass manche Sachen einfach zum Zweck einfach so dargestellt, weil man kann mit Weglassen verändern und man kann auch, also mit Weglassen wahrscheinlich am meisten, weil man dann einfach nicht das richtige Ausmaß dann sieht. Und dann kann man das natürlich schon in eine Ecke lancieren. Aber ich denke mal, ich weiß zum Beispiel in Stuttgart, wo das war. Da weiß ich von jemandem, der das mitbekommen hat. Der mir das dann berichtet hat. Und ich sage, war das echt so? Und er sagt, es war nicht so, es war schlimm. Es war echt schlimm. Mhm. Und diese Jagdszene, die da gefilmt worden sind, mit diesen Randalierern auf Polizeibeamte, egal. Man ist egal, ob es ein Polizeibeamter oder wenn es ein Bürger ist. Sowas geht gar nicht. Und ich sage mal, wenn da der Rechtsstaat nicht durchgreift und sagt, ich lasse das zu, dass das ohne Nachverfolgung nochmal, dann muss ich sagen, habe ich versagt. Weil ich sage mal, wenn sowas Standard ist, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, und die plündern und reinschmeißen. Ja, und das sagen, sind wir jetzt bei dir. Kann nicht sein. Antifa bzw. Black Lives Matter. Das ist richtig. Das und das kann es wirklich nicht sein. Und was zum Beispiel auch der Fall ist, Black Lives Matter und vor allem Antifa sind ja gewisse, ich sag's mal so, die haben gewisse Freiheiten, beziehungsweise es liegt bei der Polizei vor, dass die Polizei, wenn solche Veranstaltungen sind, nicht richtig eingreifen dürfen. Also die haben sich da rauszuhalten. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr mies, die ganze Sache. Und vor allem auch, wenn man dann mitbekommt, die Aussagen zum Beispiel von den Grünen und sonst wo, beziehungsweise dass die Antifa zum Beispiel unterstützt wird vom Vaterstaat mit Steuergeldern und die randalieren, schlagen alles zusammen und sonst was, das geht nicht. Und im Gegenzug sind andere Leute, zum Beispiel bei Querdenken, die wofür die Grundrechte eintreten, die sind friedlich, da hat es keine Vorfälle gegeben, nichts. Da wird ganz brutal abgeräumt, es werden Leute zusammengeschlagen. Also es sind mehrere Videos auch bei mir auf meiner Homepage drauf, wo man das also genau sehen kann. Okay, aber das ist ja das Problem Polizei. Die Polizei ist auch, die haben einen Auftrag, man muss es auch sehen, beide Sachen. Die wollen auch, manchmal wollen sie auch einfach wahrscheinlich auch. Ja, da haben sie, also man muss ja sehen, die haben einen Einsatzplan und sind manchmal einfach schlecht organisiert. Da wurden sie angepöbelt und dann müssen sie ruhig sein. Und dann, das ist halt immer so ein Ping-Pong-Spiel. Also ich kriege das mit, ein Kollege von mir ist Polizeibeamter und schildert auch viele Sachen. Er hat mir viele Sachen von der Lea und er hat gesagt, er ist Wahnsinn. Also es ist Wahnsinn, was sich so ein Staat antut mit manchen Störerfrieden, die bei uns nämlich alle Rechte dieser Welt haben und die ein ganzes Ding in Misskredit bringen. Und wir dürfen das nicht, dass man diese Störerfrieden trennt. Und da muss ich doch sagen, Mann, der Staat, der kann sich doch nicht aufs Dach machen lassen. Das geht nicht. Und wenn die Polizei kann dann natürlich auch nur den ausüben, wie sie organisiert sind. Und wenn es dann drüber nach, sind genauso Menschen wie andere. Das Richtig. Kann nicht sein, dass dem einer rausgeht und sagt, okay, er schlägt über die Stränge, weil jetzt hat er fünfmal einen aufs Dach gerade und dann kommt der nächste Demonstrant und attackiert ihn und dann geht's. Und in dem Moment kommt das Handy in den Film und sagt, siehst du mal die böse. Ich sehe beide Seiten. Also es kann nicht sein, die müssen ruhig sein. Ich kenne es von den Fußballspielen, war früher oft im Fußball. Ich habe mir das oft gedacht, was für ein Blödsinn da läuft. Die Polizei muss Anhänger auseinanderhalten. Was soll der Schwachsinn, wenn sie sich nicht normal aufführen können, soll es daheim bleiben. Und ich sage mal, 80% kann sich aufführen und die vielleicht nicht mal 5% müssen sowas von Alarm machen, dass ich sage, ja gut, dann scanne ich das Ding, ich ziehe den raus, dann hat er Lärmverbot. Und dann geht es dann nicht wieder los, das kann man nicht tun. Und wie unsere Freiheit, ich sage, was für Freiheit haben sie denn, wenn sie hier irgendwelche Aktionen anzetteln?
und ihre scheiß Bengalos rumzündet und so. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das kannst du sagen, wenn natürlich die Polizei so reingeht, dass man ganz normale Demonstrationen und sagt, kommt rein und prügelt auf Kinder, auf Frauen, sonst was ein, das kann nicht sein. Und wenn das vorkommt, da kann es doch nicht aussehen, dass die Presse nicht zensiert wird. Weil wenn es dann kommt, dann müssen sie es untersuchen. Das richtig. Also es war jetzt ganz, ganz aktiv. Okay, am 1. August war es, da bin ich schon, muss ich sagen, ich habe da meine in Anführungszeichen Weltanschauung von der Regierung Bundesrepublik Deutschland, hatte ich da wirklich also ein Trauma in Anführungszeichen, hat sich also einiges bei mir getan. Und das jetzt am 29. August, was ich da mitbekommen habe, dass da wirklich, ich sag's mal, sind zwei schwangere Frauen zum Beispiel angegangen worden, brutal von der Polizei. Also das sind lauter Sachen, das kann es nicht sein. Und auch, ich sag's mal, Leute älter, die wo gelaufen sind, wo dann praktisch wirklich misshandelt worden sind. Und auch zum Beispiel ein Mann, wo ein Kind oben auf die Schultern gehabt hatte, wo ein Polizist also den ganz brutal geschuckt hat zweimal, sodass er beim zweiten Mal beinahe, ich sag mal, mit dem Kind umgeflogen ist, oben auf die Schultern drauf. Also man sieht da sehr, sehr viele Sachen. Und wie ich gesagt habe, ich kann das verstehen, wenn man natürlich viel bei Demonstrationen ist, wo Gewalt herrscht und sonst was, auf Black Lives Matter, bei der Antifa oder sonst wo, dass man da natürlich ein gewisser Frust hat. Und das kann ich sehr gut verstehen. Und der Einsatzplan zum Beispiel von Berlin, der ist nicht aktualisiert worden. Also das war so, wie der Herr Geisel das praktisch im Vorfeld als geplant gehabt. Die haben also nichts gewusst. Man hatte auch bei sehr, sehr vielen Polizisten auch gemerkt, dass die ein psychisches und ein gewisses Problem hatten, den Einsatzplan als solches umzusetzen. Was natürlich aufgefallen ist, war die Berliner Polizei, die ist unverhältnismäßig aggressiv vorgegangen. Also sind auch gerade die ganzen Überfälle, speziell auf die schwangere Frau, auf die Frau mit den 60, wo sie da auf die Wirbelsäule draufgeschlagen hat, obwohl sie am Boden schon gelegen ist und. Also das sind lauter Situationen, so wenn ich das richtig weiß, waren das die meisten oder alles sogar von den Berliner Einsatzkräften. Und das sind natürlich Sachen wieder, die erfährt man nicht in der Mainstream-Presse. Und darum mache ich ja den Kanal hier. Wenn man sie natürlich jetzt, ja, aber das ist ja dann so, dass es trotzdem Kanäle gibt, die dann auch weiter verbreitet sind, dann müssen sie aber auch, dann müssen sie auch Realität sein, dann kann es nichts Gestelltes oder sonst was sein. Und ich denke mal, wir haben die Möglichkeiten, wir haben ja die Bilder, wir haben Einsätze, wo es dann schlecht gelaufen ist, wo Polizeigewalt, wenn du das in Hamburg nimmst, die hat gesehen, aber das ist ja von beiden Seiten totaler Blödsinn gewesen, aber da war es ja angekündigt, dass es sich mehr oder weniger auf die. Und wenn man Stuttgart 21 sieht, die Aktionen, das waren ja auch Polizeieinsätze, die sind auch drüber über das Ziel ausgeschossen, auch dort, das hat sie. Man muss beide Seiten müssen dran arbeiten, aber die müssen dann auch, wenn es dann Verfehlungen gibt, muss man es genauso verfolgen wie das andere auch. Also das gehört dann dazu. Und ich kann mir beim Journalismus, also wenn einer ein ehrliches Journalismus macht, das glaube ich nicht, dass die das wegdrücken können. Weil ich sage mal, diese Auflagezahlen, die leben alle von ihrem Job, von was er berichtet. Wenn die berichtet von einer Demonstration, wo die Oma das Kind schiebt und nichts passiert, das ist nichts. Von dem können die nicht leben. Richtig. Man muss. Ich brauche irgendwas Reißerisches, ich brauche eine Schlagzeile, ich brauche irgendwas. Und jetzt kommt das andere raus, wie wird es denn aufgeheizt? Ist das dann so gewesen? Hat man es? Weil ich denke mal, da sind Verfehlungen drin und die müssen auch diskutiert werden. Aber nochmal, wenn man alles dann sieht, was vorher war, warum es dazu gekommen ist, war Pöbelei. Man muss immer alles anders sehen. Ich sag mal, der Polizeibeamte, der da nachher am Ding ist, der wird sich hüten. In Deutschland, sage ich mal. In Amerika ist es vielleicht ein wenig anders. Aber der wird sich hüten, sich da in sowas reinzugeben, weil der weiß ganz genau, wenn er dann gefilmt wird oder sonst was hat, dann hat er riesige Klare. Und das ist auch gut so. Also, dass sie natürlich, wenn sie unter sich sind,
dass da vielleicht die Anklage vom eigenen Lager nicht unbedingt kommt, das ist auch klar, weil die sind befangen. Und ich sage mal, wenn der Staat den Befehl gibt, solche Dinge aufzulösen und auseinander zu dividieren mit massiver Gewalt, das kriegt man bei anderen Staaten massiv mit. Mhm. Und da wissen wir auch, da sind auch Beweise da. Da gibt es Tode, da gibt es sonst was. Jetzt bei uns in dem Sinn, klar, wenn es da Verfehlungen gibt, das muss aufgeklärt werden. Und wenn es aber so ist, dass die Presse wegschaut und dass sie das nicht für nur, sagen wir, das, was gerade in das Feindesbild reinpasst, das können wir berichten, wäre natürlich auch schlecht. Ja. Und wenn es dann so ist, ich habe mir halt gedacht, wenn so Demonstrationen sind, wo ich einfach, also ich wollte mir das auch schon anhören und ich sage mal, AfD-Veranstaltungen, egal wo, habe ich auch schon, aber mit dem Hintergrund, dass manche sagen, wenn du auf der Veranstaltung bist und hörst du den Blödsinn an und wirst dann gleich in die Ecke geschoben, dann kommst du gar nicht hin. Ja, genau, das sind wir jetzt. Das sind da, jetzt. Bin ich unmündig, da sage ich, ich möchte noch mal den Blödsinn, ich möchte noch mal den ins Ziel gucken, der so ein Bullshit verfasst. Ja. Und ich sage mal, ich will mal stellen, sage ich, sind Sie sich einig, dass Sie die Meinung haben? Oder geht es Ihnen nur um die Pension, für was Sie für den Job kriegen? Oder um was geht es denn eigentlich? Ja, das genau mit der Pension, das ist richtig. Man bekommt ja immer wieder mit, dass gewisse Politiker eine gewisse Zeit lang in der Politik sind und rausgehen. Dann haben sie ein Fähnchen so und dann haben sie so und dann mal genau. So und dann zum Beispiel das beste Beispiel ist zum Beispiel die Frau Merkel, wie sie früher darüber gesprochen hat, über Asylanten oder Einwanderer noch 2003 oder früher noch und wie sie dann praktisch jetzt. Ach so, in der Kohl war es ja. Ja, und also praktisch jetzt 180 Grad sich praktisch gedreht hat. Und das hat sie auch schon bereut. Ja, bereut, weiß ich nicht. Es ist so, dass diese Aktion, wo sie da denkt sie jetzt auch anders, Mats Knot, dass diese Aussage in sich ein Problem war, weil, wie gesagt, es hat nicht den Schub gemacht. Weil jeder, der das gesehen hat, hat dann gesagt, gelobte Land. Ja. Und dass wir mit solchen Strömen nicht fertig werden, das war eigentlich klar. Aber es hat keiner so richtig wahrhaben. Aber dann kommt man nicht mehr zurück. Und jetzt sind wir mittlerweile so wie damals, wo in Jugoslawien die große Flüchtlingswelle war. Mhm. Das kenne ich noch, da war es ja, da war CDU noch dran. Da hat man auch die Baracke gebaut, die man dann nachher wieder abgerissen hat, weil es ja nur auf Ding war. Und auch da hat man gesagt, nur rein, nur rein, nur rein. Dann war das Problem nicht ausgebildet. Integrieren war auch so schwierig. Ja, egal wer komischer Brutfensdeutsche ist, integriert diese Ghetto-Landschaften, die mittlerweile bei uns sind, das ist alles schwierig. Das ist schwierig und man weiß, in vielen Staaten, in Amerika gibt es uns als Blaupause vor. Da sind alle Völker dieser Welt in diesem Land. Alle. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und was haben sie? Die haben eine Einheit. Eine super Einheit, die haben zwei Parteien. Und dass sie sich nicht jeden Tag um den Haufen schießen, da fällt es gerade noch. Und das ist doch genau das, wie es gerade nicht funktioniert. Und wenn alles gut geht, dann ist es okay. Aber sobald eine Krise kommt, dann geht es los. Dann ist Gottes Pulver fast. Und ich bin mal gespannt, das wird mir Kramp wahrscheinlich jetzt noch helfen. Wenn die Wirtschaft nicht auf Pusche kommt, dem wird es halt reinschrieben, dass er die Wirtschaft nach oben bringt, aber mit was mit? Ja, okay, Trump kann man sagen, wie man will. Sein oder das andere. Dass ein menschliches Desaster ist, das weiß man ja. Aber das muss ja nicht unbedingt. Ich muss ja mit meinem Chef auch nicht kuscheln. Richtig, so. Richtig. Was, wenn er halt von gar nichts Ahnung hat? Aber der Mann ist jetzt bis jetzt der einzigste Präsident, wo keinen Krieg angefacht hat. Also die vergangenen Präsidenten, ja, die hatten alle richtig, Krieg in der ganzen Welt. Ja, und er ist der einzigste Mann, der wurde es verhindert. Er hat genauso diese Dinge freigegeben zum Abschuss. Was im Hintergrund läuft in Afghanistan, überall auf unsere Krisenherde, hat er genauso kein Vetorecht eingehalten. Diese populistische Maßnahme, dass er sagt, jetzt tun wir ein paar Soldaten aus Deutschland abziehen und schiebt es dann vor Richtung Polen. Hey, das ist doch ein Witz. Also, er hat gesagt, er muss aus den Krisengebieten raus. Er hat Afghanistan hat gesagt, muss er befriedigt raus, aber nicht ganz geschafft. Er hat in dem Sinn in seiner vierjährigen Amtszeit, für mich, ist jetzt schon 5 Jahre zu, was hat er denn hinkriegt? Also, wenn er mit dem Kim irgendwelche Showveranstaltungen gemacht hat,
egal was, es war immer nur für seinen Bereich, dass er wiedergewählt wird. Mhm. Und alles andere interessiert dann immer sein eigenes Volk. Mhm. Das interessiert mich egal. Wenn da einer sagt, und geht auf die Schlachtfelder und sagt, und ich kann mir das schon fast vorstellen, weil er historisch ja null Ahnung hat. Und sagt, das sind alles Idioten hier, weil er nicht mal weiß, was in der Weltgeschichte abgegangen ist. Weil man weiß, dass er nicht gebildet ist. Aber wie man so ein auf ein Land loslässt, das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Weil er ist ein Narzisst, er ist selbstverliebt, er ist ein Selbstdarsteller. Mhm. Und wenn ich so, weil das ist ja schon schizophren, dass man so überhaupt wählt. Für mich. Also für mich sind ja beide Kandidaten, keine. Ja, es hat ja damals geheißen, entweder was wäscht, Pest oder Cholera. Ja, aber jetzt ist ja wieder so, der andere ist ja auch nicht besser. Aber jetzt kurz wieder andersrum, aber das ist ja kein Demokrat in dem Sinne, wie es der Kader war, der Obama, die irgendwo, ja, irgendwo auch mal ein Ziel gehabt haben, wo gesagt, ich habe eine andere Philosophie, ob es jetzt gut oder schlecht, ich habe eine andere Philosophie. Da ging es halt immer Republikaner, Demokraten. Wenn jetzt der Demokrat kommt, dann geht es halt wieder in Richtung Umwelt und sonstige Sachen. Aber er hat ein Problem mit seiner Wirtschaft, weil die wird nicht hochkommen. Also wird es wahrscheinlich wieder Schredder nächstes Jahr oder nächstes Jahr. Aber auch Amerika hat ein riesen Problem. Diese vielen Völker, diese Meinungen, diese Meinungsvielfalt, die da herrscht, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist ja hier in Deutschland ja genauso. Und ja, wir haben, was heißt Meinungsvielfalt? Ja klar, wenn wir natürlich Migration haben von anderen, dann habe ich andere Menschenbilder, die dann so integriert sind. Unser Frauenbild ist anders. Und ich sage mal, diese, das ist eine harte Aufgabe, ich sage mal. Wenn einer reinkommt, mit einem bestimmten Alter, der wird sich dann ändern. Irgendwelche junge, unbegleitete Jugendliche, die man dann hochzieht in der Gesellschaft, aber wer bringt ihnen das Menschenbild bei? Wer kümmert sich um die? Ja, wer guckt denn danach? Ein Schulsystem kann es nicht leisten. Also das Schulsystem, so wie das ja momentan aussieht, kommt es ja fast vor, als wenn das abgeschafft wird. Ja klar, Homeoffice, Schule findet nicht mehr statt. Ja, Maskentragerei und so weiter und so fort. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es rauskommt. Was mir jetzt hier zum Beispiel gerade momentan wundert hat, mit dem Warntag groß, dass da alles hier passiert, mit Sirenen und. Jetzt sitzt man eigentlich schon seit kurz nach 11 hier. Ja, die haben Stromausfall vielleicht. Es hat doch nichts stattgefunden. Ja, vielleicht hätten sie keine Sirenen, wir haben es alle abgeschafft. War's da? Ja, sind immer viel da. Also wir haben die ist aber früher regelmäßig. Früher war das regelmäßig. Jeden Monat immer hat ja, die genau. Geholt. Nee, genau, ein Bunker in Neresheim bei uns, haben wir einen Luftschutzbunker, der ist in den 70er Jahren gebaut worden. Der existiert, ja, bestimmt noch. Wo ist denn der Luftschutzbunker? Im Rathaus. Okay. Ja, aber das ist eine Technik, die praktisch Anlage, die man hat dann zu, hat dann ein eigenes Lüftungssystem und ist ja in der Tiefgarage, dann wird dann zugemacht, das Tor wird zugemacht und dann sind ihre Schutzräume. Für wie viele Leute, wie sieht sie das, der Bunker ist? Ah ja, doch der Bürgermeister. Der Bürgermeister mit seinen Leuten und das war's dann. Das war ja unter, was war das, 70er Jahre, das war damals der Pershing mal, diese Nachrichtpack. Genau, das waren die 90er Jahre. Die 90er Jahre, da ging es ein bisschen ab. Und wir bewegen uns ja schon wieder dahin. Aber ja. Das ist mittlerweile anders, man baut keine Raketen, man macht jetzt was anderes. Ja, und Pipelines bauen und. Während der Medienkrieg. Ja. Das läuft jetzt praktisch heutzutage über PCs, über Computer, genau. die Überwachung zum Beispiel von Big Brother, is watching you. Haben Sie da den Film mal gesehen oder das Buch gelesen? George Orwell 1984. Ja, ist ja vieles Eintreten so. Genau, und da sind wir gerade irgendwo, also kommen wir da drin, sind wir gerade wieder drin. Aber haben wir ja in China haben wir es ja komplett, da wissen wir ja, dass es da funktioniert. Ja. Dass die mit Corona hat das natürlich gut in den Griff gekriegt. Also sieht es hier in Deutschland genauso aus. Müssen wir mal gucken, wenn wir dann das Gebäude nicht mehr verlassen dürfen, dann sieht es auch so schlimm. Ja. Sind Sie vielleicht noch zum Abschluss auch noch einmal, da wollen wir bestimmt auch wieder. Ja. Meinen Sie, dass der zweite Lockdown kommt? Nein. Nicht? Nein. Der kommt nicht, weil also morgen der zweite Lockdown wird, die Industrie wird es nicht überleben und die wissen, dass sie das. Ja, ich denke mal, dass sie einfach dann sagen, okay, welchen Tod müssen wir sterben? Ich denke,
so wie er jetzt ist, er wird örtlich wird es Beschränkungen geben, aber dass es komplett gegen Null gefahren wird, die Erfahrung wird zeigen, das andere muss weitergehen, das Wichtige, was man dann braucht zum Überleben, das muss gehen und die andere wird eingeschränkt. Was natürlich kommt, das Private wird natürlich wahrscheinlich nicht mehr so los. Okay, jetzt privat, genau, auf das wollte ich eigentlich jetzt drauf raus noch. Und zwar, es ist ja so momentan, ist die Firma braucht ja keine Insolvenz momentan anmelden. Also es ist ja gerade eine Insolvenzverschleppung, eine Zombie-Firma, genau. Und es wird ja, ich sag's mal nicht gemunkelt oder wie auch immer, wenn jetzt auf einen Schlag die ganze Firmen praktisch, wenn es dann aufgehoben wird und sie dann ihre Insolvenz anmelden müssen, die Zombie-Firma, dann kommt ja praktisch dann, viele Firmen sind ja nicht mehr vorhanden. Die großen Players, die großen Firmen, die werden dann in Anführungszeichen vielleicht verstaatlicht oder sonst was. Das kann sich der Schaden nicht leisten. Man kann vielleicht der Lufthansa retten, aber dass sich überall einzumischen, das schafft er nicht. Wir haben ja anders, die haben ja vor 4 Jahren haben sie eine Bankenkrise angekündigt, die latent, die da ist. Ja, weil dieses billige Geld, das da im Umkreis ist, das ist ein riesen Problem. Und ich denke mal, die Firmen sind das eine. Die Bankenkrise, das kann uns alles kosten. Wir haben ja die Regularien geändert mittlerweile. Machen die sich selber ihre Gesetze. Wenn die Firmen kein Geld mehr kriegen, die Banken haben das nächste Problem. Wenn die Forderungsausfälle haben, reißt dies mit. Und dann wird es anstrengend. Also haben Sie jetzt keine Angst, dass jetzt ein Währungscrash kommt? Also ich denke, diese Bankenkrise, die ist brutal latent, weil diese Zinspolitik, die kann nicht gut gehen, was da läuft. Dieses Geldgepumpe, dieses Geldgedrucke. Ich glaube, das macht mich schon. Also, und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber als normal kommen wir ja nicht nach. Was will man denn machen? Willst du Gold kaufen? Willst du irgendwas? Willst du auswandern? Ja, Gold ist ja nicht so teuer. Das kostet nur über 60.000 Euro das Kilo. Weiß jetzt der aktuelle Preis nicht. Wo willst du denn? Also diese Sache, der Staat würde eh auf uns zukommen. Und dann, also die Bankenkrise, da habe ich meine Bedenken, ob das funktioniert. Vor allem die... Wir rettet kein Italien. Wir rettet Griechenland nicht, aber Italien retten wir gar nicht. Also müssen wir Geld drüber. Ja, das wird er gerade gemacht, weiß ich. Ja, und das geht gerade nur gut. Die Insolvenz geht rauf. Die Inflation, Insolvenz geht rauf. Ja, erstmal, dann kommt eine ganz große Inflation. Gut, also, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja. Mein Sender oder mein YouTube-Kanal ist auf stefan-live. .de, okay. Wenn man also auf der Internetseite aufguckt dann ist das Interview, ich denke mal, wollte es dann veröffentlichen. Alles klar. Weiß man nur noch nicht genau der Zeit. Titel, weil es doch relativ umfassend war. Alles klar. Also vielen Dank nochmal. Ja. Gut, also, dann geht's. Ciao.